Spektakulärer Name. Das ist so ein richtig langweiliger Name, mit dem ich überhaupt nichts verbinden könnte, wenn ich ihn hätte. Ja. Mit so einem Namen in so... bei Multiplayer-Spielen, dann... da musst du irgendwie auch was Kreatives bringen. Genau! Das ist ja schließlich so eine Art RPG hier. Hat ja schließlich noch ein Singleplayer, das Game. Ja, genau. Jetzt stirb du. Wobei der Singleplayer finde ich jetzt nicht so gut. Ja, ich finde den von With Fire and Sword ganz nett. Bis auf die Schweden, die sind ein bisschen OP, aber ich finde den nett. Also ich habe ihn ziemlich viel gespielt. Ja, da habe ich auch einige Zeit den gespielt, aber auch nicht mehr. Ich spiele generell kein Fire and Sword mehr. Mhm. Ist einfach langweilig geworden. Ich weiß nicht, wie das funktionieren konnte. Naja, es war ganz nett, wenn man so die erst zum ersten Mal seine eigenen Städte hat und dann... Was mich ein bisschen geärgert hat, selbst wenn Land nur noch eine Stadt hatte, hat es trotzdem immer eine 900er Armee, wenn man die Stadt nicht komplett erobert hat, ne? Aha. Immer wieder, immer, alle, so. Alle, jede Stunde kam die nächste 900er Armee, von 0 auf 100. Das war irgendwie ein bisschen lame, aber... Ja, bisschen komisch. War auf jeden Fall bei mir so. Ich kann eins hier sagen, ich bin noch nicht mal so weit gekommen in der Kampagne, dass ich eine eigene Stadt hatte. Oh, dann hast du es wirklich sehr wenig gespielt, weil du eroberst ja irgendwann alle Städte mit deinem eigenen Königreich und so weiter. Ja, das ist ja dann, wie heißt es, das Ziel des Spiels. Genau. Völlig missachtet. Kannst du so etwas wagen. Ich bin eher auf Multiplayer fixiert in Warband und... Fire and Sword war ich damals auch. Eher auf Multiplayer. Ah ja, okay. Ich zum Beispiel nicht. Oh, ich habe Knut getötet. Sag mal, wurde der nicht... Wie wurde Knut eigentlich... Knut ist einfach gestorben, der Bär, oder? In Berlin. Ja, der ist gestorben. Hatte der irgendwas? Der oder ist am Rommel gestorben. Genau. Jetzt müssen wir das Video Knut der Bär nennen. Kriegen wir ganz viele Klicks. Ganz genau. So starb Knut wirklich. Ja. Die Bild enthüllt. Er ist am Rummel gestorben. Solch Psychoanalytiker stellen neue These auf. Starb Knut wirklich an Erkältung? Neue Fakten lassen anderes vermuten. Irgendwie so das. Da genau. Könnten wir richtig so investigativ. Oh nein, ich bin nur Dritter, aber ich bin vor dir. Mit 3 Kills Vorsprung. Oh, mit 3 Mann. Kills Vorsprung. Hast du mich dann doch noch überholt? Oh yeah. Dann nehme ich mir mal so einen Nord-Typen mit einem krassen Schild. So. Ja. Ich würde sagen, ein bisschen können wir noch wenn spielen. Wenn du willst. So. Ja. Es geht. Oh, Frame-Einbruch. Oh, komm. Wenn man sein Schwert zieht, löst man den Block kurzzeitig auf, oder wie? Dann muss ich ja mal die Wurfäxte wegmachen und mir den besseren Wams holen. So ein Schwachsinn. Das kann man auch immer schön ausnutzen, sowas. Der Pido. Oh mein Gott, Frame-Einbruch. Uhu. Dummer Reiter. Ah, und da gerät man sehr leicht. Oh. Ja. Oh, das warst du. Hast du recht. Meine Güte. Oh, wie hab ich weg? Komm schon. Ist ja traurig. Naja. Ja, wir müssen mal hier irgendein Gesprächsthema finden, was weiß ich, wenn es auch nur irgendwie Bildungssystem ist oder sonst was. Das Bildungssystem. Wir müssen irgendeinen Header haben, außer Knut den Bär. Was gibt's denn da noch zurzeit? Oh, schön abgewartet habe ich das. Eigenlob stinkt, aber dann auch. Ich frage jetzt einfach mal, schaust du irgendwie noch andere Let's Player
nebenbei, während du ja. Also keine aufwendigen Let's Plays, aber wenn es sowas ist wie zum Beispiel in meinem Genre recht üblich, Schlachtkommentar dauert 15 Minuten, wo eine Multiplayer-Schlacht analysiert wird, dann nehme ich mir schon die Zeit, meistens. Aber okay. Ganze Let's Plays kann ich einfach nicht bewältigen von der Zeit her. Also da müsste ich höchstens eine Stunde schlafen. Ja, das wäre ein bisschen wenig. Oh, wie die Wurfaxt headet, ey, das ist doch traurig. Und dann haut er mich auch noch weg, natürlich. Oh mein Gott, was ist denn jetzt gerade mit meinen Frames? Knut ist erster. Oh, ich werd gespawnt und dann kommt so ein Zweihänder-Axt und haut mich um, gewonnen-hittet. Sowas ist frustrierend. Knut, der ist erster. So. Maximus. Ich hätte auch Lancer nehmen können. Mal sehen, wie ich da gewonnen hätte, aber... Knut gewonnen hättet. Gut, vielleicht war er auch angegriffen. Sah lustig aus. Glaube ich dir. Ach komm, wie ich dann die Range, zu wenig Range habe, um ihn zu kriegen. Schade, schade. Ah, ich dachte gerade, ich bin auf einem Pferd und hab mich gewundert, warum ich so langsam bin. Oh mein Gott! Doofe Langaxt. Was gibt's denn jetzt hier noch für schöne Themen? Die mich eiskalt spammt und dann muss er getötet werden von so einem komischen Kavalleristen. Ja, wieder von hinten. Jetzt wurde ich irgendwie zum 5. Mal in Folge von hinten getötet. Ich glaube, die haben irgendwas mit dir heute. Ja, die wollen was von mir. Töten mich immer von hinten. Oder sie mögen dich nicht. Ich glaube schon, dass sie mich mögen. Weil wer mag mich nicht? Ich bin der fame Pilofas. Genau. Den famen Namen, den keiner aussprechen kann. Also ich finde ja, da ist mein Name irgendwie schlimmer. Da habe ich schon einige. Und du, ich habe auch. Alle sagen immer Philopass. Ich verstehe es nicht. Kann man nicht lesen, wo das PH ist. Am Anfang oder in der Mitte. Review Gamix hat mich mal so genannt. Seitdem nenne ich alle Leute Philopass. Ich check's nicht. Steht einfach nicht da. Schlimm sowas. Ja, ja. Ja, ja, ganz schlimm. Review Gamix ist schuld. Ja, genau. Ja, mein. Manche sind da ein bisschen zu faul da, was den ganzen Namen auszusprechen. Okay, dann haben sie echt eine Leseschwäche. So, es dauert doch ein paar Sekunden, schon. Bis man den entziffert hat. Höchstens. Oh. Oh, wie mir die Axt im Schädel steckt. Traurig, aber wahr. Oh, Mann. Wenn man hier einen killt, kommt direkt danach der nächste. Ja, dadurch kann man auch geile Killing Sprees machen, aber man kann eben auch übelst von hinten. Das ist das Problem hier. Im Grunde hilft eigentlich nur Spam, so bitter es klingt. Der Typ da, der eine Axtkämpfer, der ist echt nicht schlecht. Welcher denn? Ach, der da. Der, warte, ich schau, wie er heißt. Jetzt ist er tot, Knut. Glaube ich. Sir Duck? Nee, es muss Knut sein. Der war echt nicht schlecht. Der konnte blocken, schlagen, das war alles solide. Was ist jetzt los? Oh, wie mir jeder Kill gestealt wird. Oh, ich hab gerade mega Frame-Einbruch. Mit einem 6 zu 13, jetzt gehe ich wieder Cavalerist gleich. Langsam reicht's mir hier. So, jetzt funktioniert's wieder. Oder auch nicht. Okay. Ja, von mir aus können wir hier auch einen Schluss machen. Ja, das bietet sich an. Okay. Werde ich mir noch eine gute Ausrüstung hier. Das geht so nicht weiter, wenn die Frames so niedrig sind. Willst du das Schlusswort sagen?
Ja, gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ihr ein bisschen Eindruck vom Spiel bekommen, für die, die das nicht kannten. Und die, die es kannten, regen sich nicht allzu sehr auf, wie Nubi wir waren, beziehungsweise ich war. Ich bin sehr froh, dass ich mehr Kills hatte als du, auch wenn du weniger Tode hattest, das muss man dir zugute halten. Und es wäre schön, wenn der jeweilige Zuschauer des einen Let's Players auch mal beim anderen vorbeischauen würde. Man unterstützt sich schließlich gerne und ich denke mal auch guten Gewissens. Yep. Und genau. Das wär's von meiner Seite. Hat mir Spaß gemacht und gerne wieder. Ciao, euer General Pilofas und jetzt bist du dran. Jo, es hat mir auch viel Spaß gemacht. Wir können das auch mal wiederholen oder wie schon gesagt, dann vielleicht in Rome 2 ein bisschen was zusammen machen. Das werden wir dann noch sehen. Wird die Zeit bringen. Ich bedanke mich auch fürs Zusehen und ich würde sagen, schaut doch mal beim General Pilofas auf den Kanal. Ich verlinke ihn unten ins Video. Und ja, ich würde dann sagen, wir sehen uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal.